Ich werde regelmäßig gefragt, hey Chris, wo in Köln sind Wohnungen frei? Hast du was gehört? Weißt du was? Und ich kenne das Problem, der Kölner Wohnungsmarkt ist echt überlaufen. Ich bin gerade selber auf Wohnungssuche und habe ein sehr schönes Wohnungsprojekt gefunden. Und das ist in Köln-Braunsfeld, der Park Linné. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Ist auch verkehrsmäßig echt gut gelegen. Und hier sind einige Wohnungen und sogar ein Stadthaus frei. Und ich dachte mir bei der Gelegenheit, wenn ich mir das schon anschaue, nehme ich euch heute einfach mal mit und zeige euch ein paar der Wohnungen und natürlich auch das Stadthaus. Und vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen von euch was dabei, aber dazu später mehr. Auf dem 5,3 Hektar großen Gelände der ehemaligen Sidol-Fabrik in Köln-Braunsfeld entstehen seit dem Jahr 2011 elegante Stadthäuser und Wohnungen. Der Park Linné zeichnet sich durch eine Kombination aus schöner Wohnungs- und Landschaftsarchitektur der Parkanlagen aus und ist für alle Altersklassen geeignet. Citynah und dennoch umgeben von üppigen Grünflächen bekommt das Leben im Park Linné eine ganz außergewöhnliche Qualität. Themengärten mit Sitzmöglichkeiten und Spielgeräten für Kinder laden auf dem verkehrsberuhigten Areal zum Verweilen ein. Eine eigene Kita sowie gute Verkehrsanbindungen an den öffentlichen Nahverkehr und an die Autobahn geben dem Standort eine begehrte Lage. Ich stehe vor dem Stadthaus. Das ist der Schlüssel. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was dieses tolle Objekt auf drei Ebenen zu bieten hat. Bewohner des Park Linné genießen auch den Rundum-Wohlfühlservice. Ein Servicepoint steht für Fragen und Leistungen persönlich zur Verfügung. Ein Post- und Paketdienst, ein Einkaufs- und Urlaubsservice, ein Restaurant und eine Bäckerei haben sich bereits bewährt und können auf Wunsch in Anspruch genommen werden. Und das Schöne an diesen Wohnungen und am Stadthaus ist, dass diese Objekte eine gewerbliche Fläche enthalten. Das heißt, jemand, der selbstständig ist, wie ich, zum Beispiel mit einem Fotostudio, einem YouTube-Studio oder einem Homeoffice oder sonstigem, der kann diese Fläche dann eben auch von der Steuer absetzen. Weiter machen wir mit einer Maisonette-Wohnung. 4 Zimmer, ein Arbeitsbereich, 180 Quadratmeter und eine wunderschöne Terrasse. Die Atmosphäre der wunderschönen Liegenschaft ist lichtdurchflutet und beruhigend. Jedes Haus ist für sich ein klar erkennbares Unikat. Der individuelle Charakter wird durch eine durchdachte Komposition aus verschiedenen Feinputzen, stilvollen Klinkerriemchen, einer geschickten Farbgebung und unterschiedlichen Fenstergrößen geprägt. Ein weiteres Highlight ist der nahegelegene Tierpark. Ganz besonders Familien mit Kindern schätzen die Möglichkeit, Tiere aus der Nähe zu beobachten, im Park zu spielen und zu verweilen.
Die nächste Wohnung ist ein richtiges Schmuckstück. 3 Zimmer, 2 Balkone, 107 Quadratmeter. Auch in puncto Ausstattung lassen die modern geschnittenen Wohnungen keine Wünsche offen und verfügen über eine Loggia, Terrasse oder Dachterrasse. In allen Wohnungen sind hochwertige Bäder, WCs und Fußbodenheizung vorhanden. In Wohnräumen, Schlafräumen und Fluren ist hochwertiges Eichenholzparkett verlegt. Zudem sind alle Wohnetagen mit dem Aufzug erreichbar. Für Sicherheit sorgen eine Videosprechanlage, elektrische Rollläden und die abschließbaren Fenstergriffe im Erdgeschoss. Penthouse-Fans habe ich jetzt genau das Richtige. 3 Zimmer, knapp über 100 Quadratmeter und eine lichtdurchflutete Atmosphäre. So, das war's von mir für heute. Ich bin immer noch geflasht und überwältigt von diesen schönen Wohnungen und von diesem exklusiven Stadthaus. Falls für euch etwas dabei ist und ihr habt Interesse und möchtet euch eine der Wohnungen anschauen, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden oder beim Parklinie direkt. Die Kontaktadresse schreibe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Und ich bin für heute raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.